Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Heute wieder mit Facecam. Ich gucke gerade, ob alles läuft. Ist alles okay? Ja? Ja, das stimmt. So, ja, willkommen auf Isla Sorna. Sorna. Ich habe heimlich etwas weitergebaut, wie man sieht. Es tut mir leid, ich konnte nicht anders. Ja. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich hab einfach aufs... What the fuck? Wo kommen denn die ganzen Leute her? Oh, hier brauchen wir nochmal... Personal! Komm, jetzt wird 20 Tacken. Holy moly. What the hell? Irgendwie, keine Ahnung, Schlussverkauf gerade irgendwo. Ich habe dieses Gehege gebaut. Das war ja in der letzten Folge leer. Und kaum zu glauben, dass wir schon bei der 42. Folge sind. Der Pentaceratops habe ich, ich fand den irgendwie cool, keine Ahnung. Und habe da mal ein paar Exemplärchen reingebaut. In das Gehege. Dann, das Bino, das ist alles unverändert. Obwohl, nee, Harry 1 ist gestorben. Dann habe ich jetzt den Harry 2. Ich weiß ich gar nicht. Habe ich das in der Folge gemacht? Jetzt bin ich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr sicher, ob ich den schon in der Folge hatte oder nicht. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, das ist jetzt Harry 2. Der sieht richtig, richtig geil aus. Das Muster. Das ist das neue Muster, was wir zuletzt freigeschaltet hatten. Das Wüsten? Wüsten? Nee, Wüste war es nicht. Küste? Auf jeden Fall richtig, richtig nice. So, dann habe ich ein paar Hotels gebaut, zwei Stück. Dann, ach ja, genau. Dann habe ich hinten ein Stegosaurus-Gehege gebaut, wo ich jetzt eigentlich noch andere Dinos reinpacken will. Voller Tier. Irgendwie sehen die alle gleich aus. Obwohl es unterschiedliche, außer der hier hinten. Das ist der mit dem normalen, mit der Naturhautfarbe. Und die anderen haben, sollen alle unterschiedliche Muster haben, was ich irgendwie nicht so unterschreiben kann. Was ist hiermit? Ist es schon wieder kaputt? Hä, das gibt's doch nicht. Ist es leer oder was? Nachschubanfrage bestätigt. Ich habe in letzter Zeit irgendwie Probleme mit diesen Bodenfutterstationen. Für Pflanzenfresser. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie viele Besucher haben wir eigentlich? 3385 Besucher für das bisschen. Und wir haben 5 Sterne Anlagenbewertung. Also Leute, wir müssen uns echt ins Zeug legen, weil... Mit 3 Sternen bekommen wir eine fahrbare Gyrostation. Eine fahrbare. Das heißt, wir können die Kacke fahren. Wie geil ist das denn bitte? Und wir sind gar nicht so weit davon entfernt. So ist fein. Gut. Huch. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. 100% vom Allosaurus-Genom. Das haben wir nicht mehr freigeschaltet, du Pfosten. So, dann muss ich jetzt nochmal hier überprüfen. Hä? Manche Restaurants. Das ist ja nix. So, manche Etablissements. Die überquillen quasi. Und hier ist halt nichts. Ganz seltsam. Dann wundern sie sich, wenn sie 5 von... wenn die Futterbewertungen schlecht sind. Na, das ist okay. So, Hotel war auch ganz wichtig. So, und ich habe jetzt hier diese normal... Ah, ich erinnere mich. Okay.
Ich habe gestern dann auch nicht mehr weitergespielt, weil ich unbedingt wollte, dass ihr das noch mitbekommt. So, ich habe nämlich hier den Apatosaurus. Das ist auch ein Diplo-Zeole oder Diplo, irgendwas von Diplo. Und ja, den lassen wir jetzt frei und setzen den zu den Stegosaurussen, ne? Komm raus. Komm in deine Freiheit. Oh, der ist ja süß. Ich will ihn streicheln. Ich hoffe, der will allein bleiben. Ja, ist ein ordentlicher Brocken, ja. Ein Apatosaurus, glaube ich. Pflanzenfresser. Oh, großer Körper, kleiner Schädel. Wie manche Leute hier. Einverstanden. Der braucht locker noch 3 Dinos. Das ist nicht so geil. Nee, den Chamara doch nicht. Fuck. Genau, Sumpfmuster gibt's und das Küstenmustergebiet. Das Küstenmustergebiet finde ich bis jetzt so am nicesten. Ich weiß nicht warum. Das hat halt dieses Schwarz mit drin. Ne? Ist er betäubt? Ja. Und den muss ich jetzt leider mal so lassen. Bis der andere ausgebrütet ist. Und dann können wir nämlich beide gleichzeitig dahin fliegen. Ups. Wo ist denn hier Futter leer? Ach, da hinten. Bin zur Futterstation unterwegs. Spielehalle ist kaputt. Ja, dann hatte ich halt diese typischen Probleme halt. Tornado, Zaun kaputt, Dino draußen. Und Spino könnten wir auch noch machen. Uns fuckt's eigentlich nur noch hier an den Dinos. Fürsorgestrafe, leck mich doch. Ohne die Fürsorgestrafe hätten wir jetzt schon locker 3%, 3 Sterne. So, das läuft auch alles. Ich habe nur, was mich wundert, ich habe echt 19% Nahrungsbewertung? Warum? Hier haben wir Jurassic Mom. Liegt es daran, dass wir bei den ganzen Restaurants immer nur das gleiche anbieten? Hier ist noch ein Restaurant. Möchtet ihr auch mal was Billiges? Liegt es daran? Pff. Dinosaurier-Sichtbarkeit 65%. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wollte hier noch eine Gyrostation reinbauen, aber ich finde, das Gehege ist so schon zu klein. Da finde ich die Gyrostation eigentlich ein bisschen fehl am Platz. Ich meine, die können doch hier reinklotzen. Von hier oben. Oha, voll überfüllt. Oh. Ja, so. Naja, lassen wir es mal so. So, dann habe ich hier mal so starke Gitter gemacht. Ich finde es eigentlich, dass man so reingucken kann, ganz okay. Man soll ja sehen, was da drin ist. So, Hotel nochmal, Nummer 2. Das war's eigentlich, was ich gerade gebaut, also momentan gebaut habe. Dann war ich einfach unglaublich viel am Expeditionieren. Hab 1000 Aufträge gemacht. Den Mayunga bekommen wir als nächstes freigeschaltet.
Das kann ich erstmal nochmal abbrechen. Sorry, Boys. Im Business ist immer Luft nach oben. Ja, das sollten Sie über diesen Auftrag nach. So, dann gucken wir nochmal. Ich habe jetzt auf dem schlauen Zettel immer noch, wir haben 1, 2, 3, 4 Stück, also ich brauche noch 4 Dinosaurier. Das Genome vollständig von der Isla Pena. Und Chamara brauche ich noch, Stegomoloch. Das Problem ist halt, der Stegomoloch hängt überall bei so großen Gruppierungen zusammen. Und dann da ein hundertprozentiges Genom zu bekommen, ist halt extrem schwer. So, dem geht's gut. Ja, Geborgenheit ist so ein Lola. So lala. Ich probiere mal, ich warte mal ab. Okay, das ist 1, das ist 2. Dann bräuchte ich wahrscheinlich noch einen. Fuck this shit. Das ist halt, das finde ich auch ein bisschen blöde gelöst, ehrlich gesagt. Da hätten sie ruhig mal ein bisschen... ein bisschen mehr Infos dazu schreiben können. Ich meine, die wussten doch damals, was wie die gelebt haben. Wenn sie die Genome, wenn sie die Genome, diese künstliche, wie sagt man denn da, das geschafft haben, irgendwie mit Biologie, was weiß ich, Wissenschaften da herzustellen, wieder diese Dinos, dann haben sie auch bestimmt gewusst, wie die gelebt haben. Beim Kaffeenippen in der Statement-Tasse. Denn es ist noch am frühen Morgen für mich. Naja, es ist 10 Uhr. 10.20 Uhr. So. Oh, Patchy nehme ich auch ganz... Nehme ich auch dankend an. Dann der... Chasmosaurus, der ist voll. Diplo Chakamarasaurus ist voll. Ah, nee, ist es noch nicht. Apato ist fast voll. Sauropodelta. Styraco, die sind alle schon fertig, ey. Nodo ist auch schon fertig. Digimoloch. Probieren wir es einfach mal. Oh, der ist betäubt. Der schafft das. Es ist halt... ja, diese Methode finde ich... Also mit diesem Entwicklungslabor in dem kleinen Gehege, dass man die Dinos halt dann betäubt und dann ins Gehege fliegt, finde ich jetzt so semi-gut. Klar, man spart viel Platz, aber das Problem ist, wenn du halt mehrere Dinos hast, die in der Gruppe... Also ein Dino, der in der Herde sich wohlfühlt und... Die Herde besteht aus 5 Tieren mindestens. Wie bei den Stegosaurussen hatte ich auch das Problem. Ich musste die Dinger betäuben, ich musste die hier liegen lassen. Hatte ich hier 5 Stegosaurusse und... Ja, ist ja gut. Und musste halt alle hier reinpacken. Und die waren dann irgendwann... Klar, die ersten 2, die ich dann ausgebrütet hatte, die hatten natürlich dann eine Geborgenheit von weniger Prozent als die, die wohl jetzt nachkamen. Und... bis ich die dann alle verfrachtet hatte, hatten die ersten, die ich transportiert hatte, wieder eine Geborgenheit von, keine Ahnung, im roten Bereich. Und so ist es dann immer so ein bisschen eskaliert, aber... Das geht bei Pflanzenfressern noch ganz gut, aber bei Fleischfressern ist es dann nicht mehr so geil. So. Gucken, was da... Stegomoloch! Ein Stegi! Was haben wir hier? Apato. Ich meine, Apato ist auch gut, bin ich auch zufrieden mit, aber... ...88... Ich weiß auch nicht, wie das System so das aussucht, ob das dann sagt... Ups, falsch. Ob das dann primär nach den Dinos sucht, die wir noch nicht haben? Oh. Oh shit. Hier ist noch was frei. Weil das ist nämlich auch noch das Problem. Irgendwann ist auch dieser Dings erschöpft. Die Ressource.
Und ich bezweifle gerade, dass das wirklich klappt mit den Dinos, mit den drei Sauropoden, Diplopoden. In dem Stegogehege, weil ich kann mir vorstellen, dass denen das ein bisschen zu klein ist. Und das wird auch so sein, definitiv. Was ist denn da jetzt an der Farbe anders? Bestätige Aufgabe. Da hat sich nichts geändert irgendwie. Ah doch, okay, einer fehlt noch. Oh, das war ein Treffer. Ups. Er ist schon wackelig auf dem Bein. Fopp. Der wird auch getroffen, der muss jetzt down sein, ja, ist down. So. Ich glaube, ich baue jetzt nochmal ein Gehege. So. Da war schon wieder. Nachschubanfrage erhalten. Oder? Oh, sehr gut, stehe immer noch. Damit wir. Oh, und schau mal raus. Also, oh, nein! Okay, das reicht anscheinend schon hier, das Dreierteil. Sehr gut. Oh, dann habe ich wenigstens die zwei schon fertig. Okay, Chamara, kann ich durchstreichen? Ich hoffe, da gibt es auch irgendwo eine Belohnung auf Steam. Chamara. Stigi. Mal gucken, wann es mir angezeigt wird. So, jetzt habe ich ja eigentlich noch genug Platz, um hier noch ein Gehege hinzubauen. Weil das kleine Gehege, das reicht denen nicht mit den Stegos zusammen. Definitiv not. Oder? Ich erweitere das jetzt hier einfach so. Das Entwicklungslabor. Oder? Chamara Sauce. Sehr schön. Ach, ich weiß es nicht. Ach, scheiße, Notosaurus habe ich auch schon. Weil ich finde es halt auch, ich könnte, also hier muss ich sowieso und so irgendwann. Warte mal, wo ist denn hier die Grenze? Da ist die Grenze. Dass ich das hier einfach dran pappe? So. Oder soll ich das hier zumachen? Also, dass da hier überhaupt keiner durchkommt. Nee, ist aber auch scheiße. Muss ich hier noch einen Weg lassen? Platz für den Weg. Und Platz für Cookie Cookie. Ich weiß es nicht, ob das jetzt das Richtige ist. Grasland, Wald. Auch praktisch, wenn die betäubt sind, kann man auch gucken. Ja, das ist für die noch zu klein. Das ist echt, die Sauropoden, die Diplopoden, ach keine Ahnung, die sind immer so ein bisschen eigen. Da ändert sich überhaupt nichts. Oder müssen die wach sein? Also langsam geht nämlich auch die Gesundheit runter, sehe ich gerade. Schritte. Schritte, Manitte. So. Also so farblich unterscheiden die sich jetzt aber nicht.
Ja. Süße du. Okay. Es ist okay. Produkt muss eingesammelt werden. Damit die mal aufwachen. Okay, Wald könnte, glaube ich, mehr sein. Und Grasland auch. Also ich habe jetzt herausgefunden, dass Grasland einfach nur die Größe des Geheges ist. So, dann brauche ich hier trotzdem noch ein... Ist doch ein schönes Gehege. Ach ja, und auch was ich noch als Kritik an dieses Spiel bringe. Es gibt keine Steine. Hier gibt es keine Steine. Oh, das ist kein... Ja, Nudosaurus haben wir schon voll. Ah, ein Sauropodelta. Den ich übrigens... Wir können auch ein Sauropodelta nehmen. Ich will irgend noch ein Tier in das Stego-Gehege bringen. Oh my goodness. Und jetzt? Ich brauche noch ein Dings. Eine Pato. Dass mir jetzt einer abnippelt, dass die mir nicht gleich durchdrehen. Hab ich jetzt das genommen? Ich weiß es nicht. Ich guck mal gerade, was man hier noch... modifizieren können, Bewertungen. Ja. Damit ich auch da die Punkte bekomme. So, dann fahren wir mal mit der Gyrostation. Oh, oh mein Gott! Kann ich ja jetzt überall? Tatsache. Oh mein Gott, kann ich mich da umgucken? Oh, das geht aber. Kamera wechseln. Alter, wie geil. Macht's gut, ihr Trottel. Kann man auch driften? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt einfach mal so rumfahre? Das ist ja geil. Hallo. Werden die dann sauer? Oh, die zerzilisieren sich. Mir passiert eben nicht viel. Aber das ist richtig, richtig cool. Badup. Miau. Miau. Was ist, wenn ich auf zurückgehe? Fahren die dann selbst weiter, oder wie? Hallo? Bleiben die jetzt da stehen? Muss ich die Runde dann zu Ende fahren? Okay. Ach je. Ja, Leute, hallo? Oh nein. Wieso muss denn jetzt ausgerechnet ein Tropensturm kommen? Wo ist die Schutzhütten? Hier. Ah, die fahren weiter. Oder? Hä? Die Gyrostation 1? Ihnen beim Arbeiten zuzusehen. Das nenne ich Unterhaltung. Egal, es ist weg. Oh, mein junger Saurus. Zugriff auf Deluxe-Fossilien. Oh nein. Ich denke, wir sind ein unschlagbares Team. Ich hätte da ein Angebot, falls Sie interessiert sind. Vielleicht unser größter Coup.
ausbrüten und freilassen des folgenden Dinosauriers mit hoher Bewertung. Brachio, Triceratops, Stego, Tyrannosaurus Rex und Spino. Nein, nicht jetzt. Was haben wir da eigentlich bekommen? Lebhaft war das. Was war das? Ein Dings? Eine Farbe? Eine Hautfarbe? Bitte nur normaler Sturm. Also ein normaler... Nein! Warum? Oh, ey. Es ist so nervig einfach. So nervig. Oh, wow. Oh, es ist so nervig. Gab es das im Film auch? Lass bitte den Zaun heil. Den Rest kannst du zerstören, aber bitte nicht den Zaun und die Dinos. Oh. Ja, das ist nicht so, was tonnenweise an Geld kostet. Mast reparieren. Mast reparieren. Mast reparieren. Mast reparieren. Ja, der Rest, solange es noch hier bleibt, ist es eigentlich nicht so schlimm. Wenn er jetzt da hinten rumrast, finde ich das dann nicht mehr so geil. Naja, gut, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich mache jetzt hier mal ein Folgenende, weil ich sonst wieder... Ich versuche die Folgen ein bisschen unter 30 Minuten zu halten. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen bei der neuen Folge. Also haut rein. Tschüss. Gut. Kannst du jetzt mal bitte weggehen? Dankeschön. Also bis morgen.